Hi meine Lieben, willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball. Ja, den Muskelturm haben wir jetzt soweit fertig. Jetzt geht's zur Unterwasserhöhle. Ich weiß gar nicht, worum es da genau geht. Das werden wir jetzt wohl jetzt gleich so sehen. Kurz nachdem er sich erneut auf die Suche nach den Dragon Balls gemacht hatte, ging der Dragon Radar kaputt und Goku konnte nicht mehr weitersuchen. Er bat Bulma, ihn zu reparieren, und die beiden begaben sich in eine Unterwasserhöhle. Aha. Doch was für Abenteuer würden sie dort erwarten? Ah, warte, diese Typen folgen uns! Das ist die Red Riven Armee, Mann. Sind die hartnäckig? Was wollen die denn von uns? Diese Typen haben es ständig auf mich abgesehen. Naja, die werde ich mir vorknöpfen, und zwar sofort. Die Höhle ist ziemlich unübersichtlich. Pass gut auf! Aha, hallo Bulma. Kann man mit dir quatschen? Natürlich steht hier nur so rum, oder was? Coole Sache. Na denn. Oh. Geh nochmal. Aua. Ich hasse Flugviecher. Ach, leck mich. Zubat. Schlag eigentlich was kaputt, ne? Aua, 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 aua. Mach sie fertig, Goku. Oh. Oh, wir kriegen mehr Lebensenergie. Oh, hallo? Oh, ich Flugteile hasse. Leck mich. Okay, wir hätten auch nach rechts gekonnt, habe ich gesehen. Hallo? Mal gucken, was man in der anderen Richtung, ob da irgendwas Interessantes ist. Oder ist ein Burger runtergefallen? Aha. Aha, hallo, hallo. Wir gehen anscheinend nur, wenn man drauf tritt. Ist hier was Interessantes? Aha, das ist. Oh, wir haben sich selbst ausgenockt. Das soll wohl das Unübersichtliche sein. Ha, man hätte also oben oder unten wahrscheinlich irgendwie lang gehen können. Hä, nee, sind wir hier nicht schon gewesen? Ach, egal. Oh, ich geh mir auch ein Pisserer drin, Ami. Genauso wie diese Fledermäuse. Oh. So schnell kann's gehen. Oh, nee. Oh nee, sowas sollte ich wohl lassen. Mitten im Rüberspringen anzugreifen. Meine Fresse. Ach Goku, spring doch du ab. Viele Fledermäuse. Schlägt mich. Gehen wir jetzt mal diesen Weg. Boah. Oh, hallo? Meine Güte. Ach, das sind. Hallo? Ich ihn gleich wieder tun. Weil auch diese scheiß Fledermäuse. Ein Apfel.
Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Komm, laber mir nicht zu. Das ist sehr unübersichtlich, ja. Boma hat das Treffen getroffen. Ich wollte springen. Also nehmen wir mal mit. Den Opfer nehmen wir auch mit, auch wenn Goku von so welchen Kleinigkeiten nicht unbedingt satt wird. Ich kann mich echt nicht an diese Höhle erinnern. Ist mir zu lang hier. Ich gehe jetzt einfach mal weiter in diese Richtung. Keine Ahnung. Ach, Goku, spring doch. Vollpfosten. Tada. Oh, voll reingüpft. Oh, diese Tür. Okay. Irgendwelche Punkte anscheinend. Hallo? Ich finde das so ätzend, dass die wiederkommen. So, meine Güte. Aha. Oh Mann, ich wollte den Apfel haben. Hm, naja. Hö. Meine Fresse. Mein Gott, diesmal kommt mir das irgendwie schwerer vor. Ich bin wieder außer Übung. Könnte auch sein. Sind die, die darauf reagieren, ne? Wenn ich jetzt da ganz schnell rüber... Na, hätte klappen können. Ja, nee, ist klar. Weg. Ich könnte ein paar Essenssachen gebrauchen. Oh Mann. Sieht aus fast wie so ein halber Super Saiyajin. Leuchten. Da oben lang oder hier unten? Achso, da oben. Ja. Oh, und weg. Oh, verpiss dich. Du auch. Geht mir aber auf die Nüsse. Waren das irgendwie nur Teddybären? Okay, können wir nicht kaputt machen.
Oh ne. In meiner jetzigen Verfassung finde ich das total uncool. Ich hätte vielleicht auch gleich A machen können und gleich da hoch vielleicht oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Na, oh, Goku, du hole Nuss. Vorhin sind wir den anderen Weg gegangen. Ich gehe jetzt mal den. Denke nicht, dass das einen Unterschied macht. Oh, man kriegt hier nur ein Item oder so. Komm, verpiss dich. Für was das auch immer war, habe ich jetzt nicht so realisiert. Komm, schon wieder ein Roboter. Weg. Du auch. Und gleich sind die fliegenden Dinger gleich mit weggerissen. Was passiert, wenn ich jetzt A drücke? Oh, ich kann aber den nicht weg. Schade. Aha. Komm schon, mach dieses hässliche irgendwas Teil kaputt, Goku. Wenn man die in die Ecke treibt oder so, können die sich ja kaum noch wehren eigentlich, ne? Naja, man sieht, dass ich Noob bin. Manch anderer, der würde das so innerhalb von 5 Sekunden wahrscheinlich kaputt kriegen, das Teil. Ja, nerv mich nicht. Oh Gott. Wo ist er denn nach da oben? Ist jetzt egal wieder, wo ich lang gehe. Dann gehe ich jetzt hier lang. Oh, ich mache einen Hamburger. Wie uncool. Ich dachte irgendwo was anderes. Komm hierher, komm. Aua. Mal ihn hier so durchpesen. So ein paar Gegner überspringen. Oh, wenn genau eine Explosion. Meine Güte. Ich bin mal gespannt, wie weit dieses Spiel eigentlich geht. Müsste ich mir mal googeln. Oder ob das die. Kann mir nicht vorstellen, dass es die ganze Dragon Ball. Obwohl, könnte sogar passen, so schnell wie man hier durchpäst. Oh Gott. Könnte das vielleicht sogar passen, ne? Aua. Dass das die ganze Dragon Ball Staffel ist, glaube ich jetzt nicht. Oh, hier ist noch ein Hähnchen. Oh ne, ich befürchte Schlimmes, wenn so ein Hähnchen kommt, kommt da bestimmt gleich wieder so ein abgekackter, blöder. Tut mir leid, aber diesen Schatz wird sich die Red Ribbon Armee unter den Nagel reißen. Nicht ihr schon wieder. Ihr geht mir sowas von auf die Nüsse, ey. Habt ihr keine anderen Hobbys? Sieht so aus, als wäre dies das Ende dieser Höhle. Ich werde mich
eure entledigen und nach dem Dragon Ball suchen müssen. Glaubst du, ich würde ihn solchen Typen wie euch überlassen? Idiot. Was kann der denn? Komm. Aha, okay. Gut, das Risiko sollte ich wohl nicht eingehen, dass er sowas macht. Aua. Okay, blau ist also, er macht mich irgendwie nicht Dings. Das lässt Steine kommen. Okay. Ich klopfe einfach mal da rum. Oh, das lässt viele Steine kommen. Aber es kostet ihm auch halt viel. Ich kann ihn währenddessen ganz gut eigentlich angreifen. Ja, hol du dein Spielzeug raus. Das bräuchtest du gar nicht. Du bist doch eigentlich ganz gut trainiert. Oh, scheiße, aber man kann sich dann nicht wehren gegen was? Gegen dieses. Aua. Aua. Und da war Goku down. Okay. Das finde ich echt hart. Komm, mach lieber dieses Rosane, weil dann den Stein kann ich besser ausweichen. Ach, du mit deiner Knarre, ey. Ach. Ich sowas hasse, ey. Schon. Also schnell ist er ja, das muss man ihm ja lassen, diesem Affen. Aber während der lädt, könnte man vielleicht auch eine Kamehameha-Attacke einsetzen. Ja. Oh Mann, da zieht aber auch ganz schön viel ab so. Komm, Goku, mach ihn jetzt kaputt, ey. So viel hat er doch nicht mehr. Hallo? Oh nee, das ist mein Tod. Oh hey, das ging die Wand. Boah, boah. Kau. Saftsack. Oder kommt jetzt wieder so ein heftiges, fieses Ding da? Nee. Ach, wir haben auch schon Kram. Ah, die Höhle. Sie stürzt gleich ein. Wir haben keine Wahl. Entweder wir flüchten jetzt oder nie. Goku und Bulma schafften es nicht nur, die einstürzende Höhle zu verlassen, sondern Gohan fand auch noch einen Dragon Ball. Allerdings den Drei-Stein-Dragon Ball. Das war knapp. Dieser Dragon Ball ist nicht der meines Großvaters. Wie bitte? Seid so froh, dass wir noch leben. Ja. Tja, dann werde ich wohl weitersuchen. Mir reicht's. Mich brauchst du nicht mehr, um Hilfe zu bitten. Bulma hat die Schnauze voll, was? Sagt sie immer und am Ende ist sie doch bei ihm. Oh, der Quittenturm. Ach ne, Land von Karin. Ja, oder Meister Quitte. Auf seiner Suche nach dem nächsten Dragon Ball betrat, ja, was weiß ich, es dauerte nicht lange, da gab er dort ansässige Upa Goku, den 4-Sterne-Dragon Ball. Da tauchte plötzlich der von der Red Riven Armee angeheuerte Söldner und hat dann eine total verdrängt. Tau, bye bye auf. Was war geschehen? Upas Vater Bora war getötet worden. Vater! Du Elender, dafür wirst du büßen. Du Narr, du willst freiwillig einen solchen Tod? Und gleich schon so ein Dingsgegner, ich möchte nicht. Aha, das ist dann so wie ein Dingskampf. Ja. Hallo? Habe ich überhaupt noch Mitspracherecht? Ich sag euch, das wird wieder so ein Dings-Part, ein Fail-Part. Die werden wahrscheinlich 5 Stunden. Ich habe den noch nicht mal einmal getroffen oder so.
Ja. Sag ich doch. Das wird wieder so ein Scheiß-Part, wo ich wieder tausendmal tot gehe. Nun denn, ich habe mich um den Jungen gekümmert und dieses komische Dragon Balls besorgt. Ich würde sagen, ich habe meinen Teil erledigt. Ich verschwinde von hier. Oh, sollte ich vielleicht sterben?